Heyo und herzlich willkommen hier zurück beim Car Mechanic Simulator 2018. Wie ihr hier im Hintergrund schon seht, ich habe ein bisschen gewerkelt und habe mal so ein kleines Banner hier erstellt. Die Lampen hier sind ganz schön grell. Ein Banner erstellt, was jetzt hier bei mir in der Werkstatt hängt. Ja, mit meinem Logo hier und was wir spielen und ich habe mir gedacht, der Hook passt so schön. Er ist alt, er ist naiv, aber ein lieber Kerl, also so wie ich. Und hat von nichts eine Ahnung, also so wie ich. Gut, passt also schön. Wir werden aber auch dann gleich weitermachen. Das heißt, ich werde jetzt wieder ans Telefon gehen und gucken, was wir als nächstes haben für einen Auftrag. Und zwar einen Maserati Quattro Porte. Kilometerstand ist noch nicht so hoch wie die letzten beiden, 25.000 Kilometer. Und wir sollen die Bremsen erneuern. Gut, mit Bremsen haben wir jetzt Ahnung, Erfahrung, eine kleine Erfahrung machen können. Und da ist er auch schon, schönes Auto. Maserati ist toll. Warte mal, jetzt muss ich nur gerade mal überlegen, wie das nochmal war mit, wie kriege ich denn auf die Hebebühne? Warte. Hier. Fahrzeug bewegen, auf die Hebebühne, zack. So. Weil wir müssen ja die Reifen abmontieren. Alter, da war auch schon ganz schön gelitten. Wie gehen denn die Leute mit ihren Autos um, bitte? Also ich meine, ich habe auch eine kleine Delle in der Fahrertür. Lange Geschichte, scheiße. Aber so, Alter, guck dir mal den Lack an. Ist der Wolverine zum Opfer gefallen hier? Was ist denn hier los? Sind die Leute alle bescheuert? Echt? So, jetzt gucken wir mal gerade. Wir sollen Bremsbeläge und Bremssattel sollen wir erneuern. Da müssen wir halt mal gucken. Nein. Ich wollte es nicht beenden. Oh, beinahe wäre es passiert gewesen. Dafür müssen wir erst das Ganze, den ganzen Krempel wieder abmontieren hier. Einmal Räder ab. Na, komm, schick sie noch. Ich glaube, man könnte vorher auch gucken, um welches Bauteil es hier geht. Montieren mal ab. Ein Glück kommen wir so an die Schrauben dran. Und die Bremsbeläge demontieren. So, jetzt gucken wir uns die gerade mal an, wie die aussehen. Oh, ich habe noch den ganzen anderen Krempel drin, da muss ich aufpassen. So, der Bremssatteltyp A ist noch top in Schuss. Die Bremsbeläge, Voice Price, die sind nicht mehr so dolle. Okay. Warte mal, können wir hier nicht mal, das ist die Felge, Bremstrommel. Von wem waren die? Wir verkaufen mal den ganzen Krempel, den wir nicht mehr brauchen. Die vier alten Reifen. Oh, die bringen sogar noch ein bisschen Geld ein. Cool. Okay, der nicht mehr. Der alte Kraftstofffilter. Und der Bremskolben, jetzt bin ich am überlegen. Ich glaube, der gehört hier mit dazu, gell? Nicht, dass ich den jetzt verkaufe und dann, gut. Okay, alles klar. Also hier sind es nur die Bremsbeläge. Andere Seite. Nein, ich würde das gerne demontieren. Danke. So, was haben wir hier? Bremssattel. Zack, weg. So, ist noch bei 78%. Das heißt, es geht auch noch. Und der hier ist bei 83%. Das geht auch noch.
Ja, wir lassen es jetzt erstmal im Inventar. Halt, stopp, zurück. Und montieren es dann später wieder. Nein, den Regler wieder. Okay. Wollen wir gleich weitermachen? So, oh je. Ah ja, hier, okay, hier ist der Bremssattel wohl durch. Der sieht nicht mehr so dolle aus. 19%, ja super. Die Bremsbeläge sind aber noch gut. Okay. Dann müsste jetzt hier der Bremssattel und die Bremsbeläge scheiße sein. Halt. So. Zack. Okay, Bremssattel auf jeden Fall schon mal voll weggerostet. Die Felge sieht aber auch nicht mehr so doll aus hier. Wie heißt das Ding hier? Bremsscheibe. So, Bremsscheibe. Die Bremsbeläge, ja, sind auch durch. Okay, gut. Dann brauchen wir, gucken wir mal kurz im Inventar, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen einen Bremssattel Typ A. Eine nur? Nee, zwei. Zwei Bremssättel Typ A und zwei Voice Price Bremsbeläge. Okay, gut. Ich kann doch, glaube ich, von hier auch in den Computer gehen. Irgendwas war da, habe ich doch eben gelesen, oder? PC, nee, okay. Na gut, gehen wir halt das Stück an den Tisch hier ran. So. Ersatzteile. Wir brauchen Bremsbeläge. Hier, zwei Stück. Zweimal. Und Bremssattel Typ A. Das sind die Dinger. Auch zwei Stück. Zack. Super. Haben wir. Haben wir. Dann können wir... Warte mal, ich gehe mal ganz ins Inventar. Dann können wir den alten Krempel weg. Der weg. Und der weg. Und der weg. Und der weg. So. Dann haben wir jetzt nur noch den Krempel, den wir brauchen hier drin. Wir fangen hier wieder an. Wir müssen aber montieren, nicht demontieren. Zack. Jawohl. Die drauf. Bremssatteltyp. Ah ja. Genau. Ist alles gut, oder? Ja, genau. So. Einmal festschrauben. Dann können wir die den Reifen wieder montieren. Super. Nummer eins fertig. Montage. Bremsbeläge. Bremssattel wieder drauf. Jawohl. Einmal kombinieren den Kolben. Und die Felge wieder drauf. Schön, dass mein Butler hier mir die Schrauben schon so vor die Nase hält. Ich die nur noch reindrehen brauche. So, dann hinten. Jawohl, einmal das. Und dann den Bremssattel mit dem Kolben. Zack. Zack. Ein, eins raus. Wer das? Achso. Bin aus Versehen auf rausgehen gegangen. So.
Super. Und der letzte noch. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. So, fertig werden wir, oder? Ah ne, halt. Jetzt schieben wir das Ding durch die Decke. So, jetzt. Rein theoretisch müssen wir ja jetzt mal gucken. Wir müssen ja eigentlich mal eine Testfahrt machen, oder? Mit dem Maserati Quattroporte. Der macht wieder Stimmen da hinten. Weil wir haben ja neue Bremsen eingebaut und so, die müssen ja jetzt eingefahren werden. Da können wir eigentlich mal Maserati fahren, oder? Wenn wir schon eine Chance dazu haben. So, Beschleunigung. Los geht's. Jawohl, Beschleunigung klappt gut. Yeah. Bremsen noch nicht so ganz. Lenkung. Ist auch top. Scheiße. Wir hätten nach rechts abbiegen müssen. Rückwärtsgang klappt auch gut. So, Aufhängung. Alter, 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 alter. Okay, Aufhängung ist auch top. So, und jetzt testen wir das, was wir ausgewechselt haben. Ob wir es überhaupt noch dahin schaffen. Oh Mann. Gut. Ja, aber man muss ja so als Mechaniker nicht, dass man irgendwo ein Schräubchen vergessen hat und so, muss man auch mal, ne? Ne, ja, ist klar. So, Liste der Teile. Stabilisator, alles top. Spurstange, alles super. Ja, hier kann man nämlich auch sehen, ne, ob irgendwo was kaputt ist. Oder ob ich dann bei der Probefahrt was kaputt gemacht habe. Kann natürlich auch passieren. Aber an dem Wagen ist bis auf den Lack. Alter, wie kann man denn... Ich will mal gerade was gucken. Alter, am Motor sind Roststellen. Sag mal, Freund, wie gehst du denn mit der Kiste um? Das ist ein Maserati, ey. Von dem Bremskraftverstärker habe ich aber eben nichts gemerkt. So, gut. Okay. Das hätten wir. Machen wir noch ein Foto. Machen wir noch ein Foto hier. Warte mal, halte. Bewege Maus. Kamera Unschärfentiefe zu fokussieren. Hat er jetzt ein Bild gemacht? Was ist denn F1? Halte F1 und bewege die Maus. Ah. Okay. Ah ja. Oh, oh cool. Oh cool. Warte mal. Warte, warte, jetzt müssen wir wieder hier zurückdrehen. So ist nämlich ein geiles Foto. Ja, so ist fett. Okay. Dann können wir nämlich das Mobil jetzt auch wieder abgeben. Wo ging denn das nochmal? Hier. Nee, das ist ja ein neuer. Schon wieder ein Maserati. Schon wieder ein Sebring.
Zeit für die Aufträge. Ja, warte mal, wie beende ich den nochmal? Hier. Fahrzeuginfo, Auftrag beenden. Wir haben alles gemacht. Zack. Ja, Kohle haben wir nicht viel für bekommen, glaube ich. Das habe ich gar nicht geguckt. Aber 404 XP haben wir mittlerweile. Sehr schön. So, der nächste ist wieder ein Maserati. Ein, warte mal, was ist denn hier? Können wir uns jetzt hier einen aussuchen, oder was? Achso, das ist einfach nur... Ach, okay, der hat sich gerade erledigt. Ein Royal Crown. R4 DOHC Turbo. Kilometerstand 124.996. Ist ein Kampagnenauftrag, also ein Ersatz... Alter, 100%. Okay. Der Herr W. Meier, wahrscheinlich Waltraud Meier. Ich habe in einer Fachzeitschrift gelesen, dass die Nockenwelle einlaufen kann. Stimmt das wirklich? Vielleicht schauen Sie sich das einmal an und wechseln Sie bei Bedarf aus. Öl muss bestimmt auch mal wieder erneuert werden. Wenn sonst noch etwas sein sollte, machen Sie es bitte in einem Rutsch mit fertig. Das sind mir die Liebsten. Wir machen einfach was kaputt und sagen, wir lassen es ganz, sagen, es wäre kaputt gewesen. Nein, sowas machen wir natürlich nicht. Aber den nehmen wir an. Und, heben uns den auf für die nächste Folge. War jetzt ein bisschen eine kürzere Folge, aber dafür lassen wir uns jetzt hier bei dem Kampagnenauftrag natürlich wieder ein bisschen mehr Zeit, weil wir müssen die Nockenwelle suchen. Ich fürchte, das wird wieder ein größeres Unterfangen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns einfach übermorgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis übermorgen und ich sage tschö, mit dir, schönen Abend noch.